Und hier als nächstes ein Audi 80. War ein sehr schönes Teil. Ja, da ist auch nicht mehr viel drin, würde ich mal sagen. Das ist aber nicht so wirklich gut geworden. Nee, du fährst damit, das brauchen wir. Ich gebe dann passende Preise in den Audi beim nächsten Mal. Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video hier bei Oldtimer Köln. Heute bin ich wieder unterwegs, immer noch mit Max vom Max Speed Shop. Und heute sind wir zu Markus Breiden gefahren in die Eifel. Den kennen wahrscheinlich auch einige von euch. Das ist der Lackierer, der hier in der Eifel unter anderem auch das Fahrzeug vom Max fertig macht, ein Opel Rekord. Deswegen haben wir mal gedacht, wir schauen mal vorbei, wie da der Stand der Dinge ist. Ja, ich stehe jetzt hier vor dem Platz und würde sagen, wir machen hier mal eine kleine Runde und ich zeige euch mal die Fahrzeuge hier. So, dann haben wir als erstes hier einen Opel Rekord. Echt ein schickes Teil. Damit sind wir eben schon Döner essen gefahren. Sehr bequemes Auto. Da sitzt man sehr schön drin. Wunderbar. Dann hier ein weiterer Opel Kadett 1,6 Kombi. Auch sehr selten, ne? Sowas sieht man eigentlich gar nicht mehr heutzutage. Schönes Teil. Echt. So, dann hier noch ein Transit. Da weiß ich jetzt im Moment gar nichts zu. So, dann haben wir hier das nächste Fahrzeug. Ein Fiat. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für einer ist. Mal gucken. Fiat 1100 D. Naja, sagt mir jetzt vielleicht nichts. So, hier geht's weiter. Ein Peugeot 604. Auch ein seltenes Teil. Habe ich jetzt so bewusst eigentlich auch noch nicht gesehen. Aber gut. Ist halt was Seltenes. So, dann geht es hier direkt weiter. Und hier zwar haben wir hier einen Citroën C25. Das Besondere ist ein GTI. Ist ein echter GTI. Müsste noch dieses Vor-Facelift-Modell sein. Und der hat nämlich noch diesen Lupentacho innen drin. Ja, noch jetzt das Luftfahrwerk ist runtergefahren. Steht ganz unten, wie man sieht. Ja, den will der Markus auf jeden Fall auch noch fertig machen, komplett. Ja, da können wir mal gespannt sein, was daraus wird. So, dann haben wir hier noch einen Renault 19. Das wird ein Alltagsfahrzeug sein. Und hier als nächstes ein Audi 80. War ein sehr schönes Teil. Ein 1,6er. Ja, als Zweitürer. Sehr schön. Ja, das sieht eigentlich noch sehr gut aus. GLS-Ausstattung. Sehr schönes Teil. Ohne Innenausstattung momentan. Aber ein schönes Ding. Da habe ich meine Augen schon nach aufgehalten. Eigentlich sehr interessant. Aber ich habe im Moment leider keinen Platz bei mir. Sonst könnte man mal überlegen, sich den zu ziehen vielleicht. Aber gut, wir werden sehen. So, da haben wir hier noch so einen alten Klappfix-Anhänger. Oh, der steht auch schon eine Weile hier rum. Ja, und direkt daneben ein Alpha. Ich denke mal, das ist ein Alpha. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber es müsste einer sein. Ich kann den Markus gleich noch mal fragen. Ja, da ist auch nicht mehr viel drin, würde ich mal sagen. Beleitung, hier noch die Lenksäule mit dem Lenkrad. Ja. Auch nicht mehr im besten Zustand. Weiß ich jetzt auch gar nicht, was damit passieren soll. Gut.
Also, das waren schon mal die Fahrzeuge, die hier auf dem Hof stehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. So, als erstes haben wir dann hier einmal einen VW-Bus. Der ist auch schon ziemlich gut gemacht. Und da hinten in der Ecke, das ist der Grund, warum wir hier sind, das ist der Opel Rekord von Max. Gucken wir uns immer genauer an, wie da der Stand der Dinge ist. So, da sieht man ihn. Also hier zum Beispiel das hintere Seitenteil, das ist komplett erneuert worden, wie man sieht. Da war also so eigentlich nichts mehr zu retten, großartig. Hier unten kann man noch was sehen, da ist noch Arbeit. Ja, dann gehen wir mal einmal rum. So. Ja, und hier sieht man, wie der Radlauf auch auf der anderen Seite vorher ausgesehen hat. Da hat auch einer schon mal was dran gefuscht. Das ist aber nicht so wirklich gut geworden. Ja, hier der Innenraum, den hatte der Max ja schon komplett ausgebaut alles. Hier das Armaturenbrett, eigentlich schon sehr schön in zwei Farben. Sehr schön sieht das aus, wunderbar. So, hier vorne nochmal die Seite, ohne Kotflügel, damit man mal alles schön sieht. Überall drankommt. Ja, da hat der Markus noch ein bisschen Arbeit vor, ne? Aber es wird. Die Anbauteile sind jetzt soweit auch eigentlich alle schon gemacht, meine ich, hat er eben erzählt. Also Türen, Haube, Heckdeckel. Ja, würde sagen, lange wird es eigentlich nicht mehr dauern. Kann man schon mal gespannt drauf sein. Dann haben wir hier oben nochmal ein Volvo. Knallig gelb. Ja, der ist wohl schon gemacht, jawohl, der ist schon lackiert worden. Der wartet wahrscheinlich auf den Zusammenbau. War auch ein schönes Teil. So, da sind die zwei. Guck mal hier einmal, auch ein Opel. Auch mitten im Projekt. In der Motorraum alles lackiert. Ja, auch ein schönes Teil, gelb. Ist wohl hier an der Tagesordnung. Ein sehr beliebter Moment. So, hier noch ein Opel Kadett J. Auch schön, der wird auch noch einmal komplett lackiert. Hier mit Ronal Alufelgen. Passt natürlich sehr toll zu dem Fahrzeug. Sieht immer geil aus, diese Felgen. Wunderbar. So, dann gucken wir, was die beiden noch da am Erzählen sind. Nee, du fährst damit, das brauchen wir. Na gut, ich gebe dir einen passenden Preis für den Audi beim nächsten Mal hin. Ah, ja. Schade, immer noch gefallen. Mit dem Golf ist zu verschrotten. Ja, aber den gibt es ja nicht weg. Der ist auch nicht mehr in der Preisklasse. Aber so, gerade dann, wenn sie anfangen braun zu werden, weißt du ja selber, ja. Dann wird es mich interessant. Dann höre ich ein bisschen Siegerflex, ich höre da ein bisschen. Aber du hast ja gesehen, da vorne steht ein Auto von dir. Ja, der hat auch meinen Style. Ja, ne? Du kannst auch zurückkaufen. Ja. Nee, will ich nicht. Ich bin mit dem durch. Ich habe ja, jetzt, ne? Hab jetzt noch einen aus Rennerhand. Top gepflegten. Ja? Mhm. Okay. Als Werkstattleihwagen läuft er bei uns jetzt. Ja. Geil. Ja, absolut geil. Max, das wäre was für dich. Ich finde, du hast ja gar nicht mehr so schlimm. Der sieht sogar so aus, als hätte so was Ähnliches für TÜV. Na, ja, dort wird er kriegen, ne? Ja. Mhm. Ja, komm, die muss aber auch matt machen. Ja, der wird schwarz-matt, ja. Aber den würde ich auch so machen. So da hast du nichts zu verlieren in dem Auto. Nö, das guck stimmt. Guck ihn dir an, das sieht ja richtig scheiße aus, die Kiste. Ja. Den kannst du einmal schön matt machen. Ach so, dass die Teufel rastet. Ja, da kann man ein Blech drauf nieten, ne? Ja. Oh, hier, und ein schöner Dieselmotor drin. Ah, den hast du doch schnell gemacht, Alter. Den hast du doch innerhalb von 2 Tagen hast du den fertig. Ja, gib mir 3 Tage. Ich bin ja schon mal älter wie du. Weil du fährst einfach das Schleifen. Ach so, ja. Wie bei der Hocker früher, da muss ja der Lack hier bald abgehen. Boah, okay, gut, 3 Tage verstehe ich. Ja, aber das blättert alles ab da, ne? Das ist also mit der Druckluft dran. Ist das weg? Dann ja. Ist das weg, ja, dann ist das weg. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was hinter. Das ist die Farbe dahinter, du. Also ich kann da, glaube ich, ins Blech reingucken. Ja. Hast du Spachtel im Haus? G-
geht alles. Kriegst du jede Delle raus, ja. Und sowas, ne? Der ist schon gut. Ne? Aber wie gesagt, du musst hier auch nicht tauschen. Die Zeit für nächstes nicht, weil das ist echt der letzte Abfuck. Ja, da sagst du was, das ist Abfuck, ja. Ja. Ne? Machst du einen Plan, dann geht er nicht auf. Ja, aber wenn ich schon an der Bahn bin, dann wird wieder was mehr. Ne? Gedreht. Und ihr arbeitet. Ja, arbeiten ist auch. Ja, guck mal, 500. 5000, hey, der da. Ich finde ja, das dein geil, Alter, ne? Ja. Ja. Damit habe ich original gefahren damals. Das war früher mein Daily, das ist mein Anfang. Ist der eigentlich noch zugelassen, wann die Plakette da drauf ist, oder? Ja, nein, so ähnlich. Okay. Tarnplakette. Langversion, 520 oder 30.000 Kilometer jetzt gelaufen. Aber geiler Motor, 500 Kilometer, ich habe immer gesehen. Das ist ein geiles Ding. Schon mal lange läuft kühler. Batterie hast rausgeholt, haben wir die auch gemacht, sonst wird es mit mehr enden. Ja. Grünspan hat er auch, dann muss dazugehören. Aber er war, glaube ich, nicht teuer, ne? Nö. Aber der Schweiß muss unterscheiden. Wahrscheinlich wäre komplett Schweller innen, komplett weg. Alter, ich habe die Dinger studiert. Ich schwöre, ich habe einen gehabt, Alter, ich habe ihn gehasst. Ein wenig. Das letzte Auto, was ich mir nochmal holen würde. Echt? Komplett durch mit. Er hatte alle Krankheiten. Und dann war noch die Kupplung im Arsch, dann war das Schaltgestänge im Arsch. Ja. War hier der andere, 2,4er, der Schiffsdiesel. Ja, das ist auch okay, ja. Scheiße. Ja, hier, wenn ich den Scheibenrahmen schon sehe, da wird mir schon wieder schlecht. Deswegen, ne? Sage ich, das kannst du ein bisschen überstreichen. Nur so ein bisschen. Ja. Schon. Die Frage ist, was du machen willst mit dem Ding. Ja, Transporten, ne? Wofür hat er gebaut worden? Er steckt da kein Geld rein. Nee. Da musst du ein bisschen Gurken nehmen, Kollege. Du kannst nicht immer alles perfekt machen, Mann. Nee, wenn du alles perfekt machst, dann gehst du ein bisschen so ein Dings kriegen, so ein Scheller machen. Das kann sein, du musst irgendwann aufgehen mit perfekt und musst einfach anfangen, Mut zur Gurke. Das ist wie so eine Kirche, ne? Ja, ich fang mit dem roten Citroën an, Mut zur Gurke. Ja. Ich bin in der Rolle vorbei. Alles klar. Und was war das? NATO Oliven. NATO Olivenpott. Angebrochen. Zum Vorgemixt. Sehr schön. Ja, geil. Ne? So läuft es. Alter, guck mal, die Terrasse, wie geil, Alter. Ja, die kann jetzt vor sich herrotten. Die brauchst du jetzt nicht mehr. Aber so, jetzt haben wir mal einen kleinen Eindruck bekommen hier bei Markus Breiden. Keller machen kannst aber noch mal. Und ja, ich würde sagen, wir beenden jetzt das Video hiermit. Haben soweit alles gesehen. Ja. Vielen Dank an euch zwei. Ich dachte nicht. War doch auch geil, oder nicht? Ja, war eine geile, aber letzten beiden geile Tage? Tour. Ja, Schock auf doch. Jeden Fall. Wir haben ja nichts gemacht. Nicht? Nee. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht. Tschüss zusammen. Ciao. Wunder.